So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 121. Folge von Forza Horizon 3, heute im kürzlich mit ins Spiel gekommenen Porsche 911 Generation 991 GT3 RS. Quasi das Schärfste, was man so an einem 911er mit Saugmotor kriegen kann. Jetzt außer vielleicht 918, aber gut, das ist auch eine andere Liga. Ja, warum Folge 121? Zwar einen einfachen Grund: Ich habe für jetzt Ende oder für den gesamten April ein wenig aufgenommen, das als Play. Zwar logischerweise bis Folge 120, wo ich jetzt den F12 TDF gefahren bin, schon mal als kleiner Spoiler. Denn ich wollte jetzt im April wieder sehr viel The Witcher 3 spielen. Das braucht halt viel Zeit, das Spiel, wenn man das richtig spielen möchte. Und viel, so wie ich. Da will ich halt im April deutlich weniger aufnehmen. Deswegen habe ich halt schon viel aufgenommen. Und der Porsche, das kann man jetzt einfach so zwischendurch noch rein. Das kann ich natürlich nicht absehen, dass es jetzt gerade kommt, während ich quasi diese eigentliche Aufnahmepause habe. Ich will natürlich trotzdem die Porsche zeigen und auch mal die natürlich fahren. Außerhalb des Carpack Reviews oder im Forzaton. Sind einfach mal jetzt heute dran gehängt und zwischengeschoben. Also es gibt jetzt Nachfolge 104 auf Folge 121 kommen. Dann vielleicht noch 22, 23. Mal gucken, dann irgendwann wieder 105. Es ist einfach so. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Ich habe es einfach so gemacht. So. Das hier ist regelmäßig schon S2 929 und ein Extreme Track Toy. Das muss schon was heißen. So. Wir können keine Rennbremsen gehen, nicht. Es gehen auch keine Rennfedern mehr. Genauso wenig wie Stabis, aber der Wagen, der geht tatsächlich noch leichter. Zwar von 1420 Kilo, was schon mal sehr wenig ist, auf hohoho, 1289. Ja, nee, ist klar, Leute, ne? Das ist schon übel. Da geht starten runter, aber die Beschleunigung um 0,2 hoch. Alter, 131 Kilo rausschmeißen, das machen wir. So, dann, es geht hier, eine Rennkupplung geht rein, genau wie Renngetriebe und Rennantriebswelle. Machen wir das rein. Wir machen mal einen Renndiff rein einfach. Ui, der ist böse. So, reifentechnisch, es gehen keine Rennreifen, es gehen noch Horizon-Rennreifen. Also, jetzt schon serienmäßig Rennreifen drauf. Machen wir die Horizon-Dinger drauf? Ich würde sagen, nein, Offroad-Reifen gehen auch, machen wir nicht. Dann lassen wir. Aber die Reifen gehen breiter, von vorne 2,85er, nee, 65er. Auf 2,85er sind, machen wir. Und hinten geht's von. Alter, 3,25er, nicht schlecht. Auf 3,45er. So, die Felgen. Die werden wir natürlich lassen, weil die sehen ultimativ geil aus. Aber die gehen sogar noch größer. Aber ne? Es sind tatsächlich vorne 20 Zöller drauf und hinten 21 Zöller. Aber vorne machen wir mal 21er. Ich muss es einfach tun. Ich find's geil. Oh, 22 Zöller hinten auf dem Porsche drauf. Das sieht irgendwie noch okay aus, finde ich. Das geht noch. So, erstmal bei Umbauten gucken. Und zwar können wir den Antrieb wechseln, natürlich auf Allrad. Was uns aber so gesehen hier gar nichts bringt. Das finde ich immer nice. Und noch, wir könnten ein Twin Turbo reinbauen. Bringt natürlich mega viel Leistung, aber ganz ehrlich, nein. Einfach nein. Spoilertechnisch geht hinten nichts. Ich meine, die Ticke würde ich eh dran lassen, weil ich meine, guckt euch die mal an. Die sehen doch einfach geil aus. Aber vorne geht auch was. Ich denke mal ein Forza-Spoiler. Yep. Und der sieht an sich nicht schlecht aus. Nur halt eine Lippe auf eine Lippe ist irgendwie ein bisschen doof. Weil da unten schon eine ist. Deswegen wir lassen den mal quasi relativ clean. So, Motorleistung lassen wir auch Serie. Ich meine, es sind nur 500 PS, aber lasst euch überraschen. Er ist schnell. Geht auch eine Schwungscheibe, ein Kilo weniger. Auf sage und schreibe 1291 Kilo mit 500 PS. Und das als Porsche, ja. Uiuiuiui, das ist lustig. Aber wir gucken mal bei den Farben. Welche Farbe der denn hier gut aussieht. Ich meine, das Rot, das ist schon ziemlich pornös, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich habe auch gesehen, dass es da noch andere Farben gibt. So, also hier dieses wunderschöne Rot. Wie das heißt, weiß ich nicht. Dann noch hier rechts neben so ein Lila oder so Purple. Das kann auch was, ne? So ein bisschen auch so Challenger Hellcat Style. Sieht auch nicht schlecht aus. Dann hier noch so ein Silbergrau. Das gefällt mir gar nicht. Und halt so, ja, typische Weiß. Ich guck mal, wie dein Gelb aussieht. Ich würde sagen, Gelb gibt bei dem Wagen auch noch. Aber wir nehmen mal dieses normale Rot. Das lassen wir. So, Felgenfarbe. Die finde ich an sich nicht schlecht. Ist die Frage, mache ich die jetzt halt noch? Ohuhuhuhu. Ohuhuhuhu. Ist die Frage, poliert oder matt?
Ich will jetzt mal. Der zeigt sich mich geil. Deswegen nehmen wir es mal. Sind wir so ungefähr in der Mitte von der S2-Kategorie? Das ist schon ziemlich hart. Für ein Auto mit so relativ wenig PS. Das ist richtig heftig. Ich meine, der Wagen, der ist ja auch heftig. Der ist auch mega schnell. Noch ein Tractor würde ich auch unterstreichen, ganz ehrlich. Boah, der sieht böse aus, ne? Der sieht böse aus. Uiuiui. Und das ist der gute Kollege hier auch. Alter Scheiße. Huhuhuhu. Das sieht nett aus. Wir gucken mal, was alles zu tun geht. Ich denke mal, sehr viel. Also, wir könnten bei den Reifen alles ändern. Besetzung dank Renngetriebe natürlich auch. Ausrichtung ging alles schon in der Serie. Stabis genauso. Federn auch. Dämpfung auch. Aerodynamik geht nur der Spoiler hinten. Bremsen ging auch alles. Und Diff haben wir jetzt gerade eingebaut. So 0 auf 100 unter 3 Sekunden, ne? Wir fahren ein Auto mit nur 500 PS. Brauchen auf 100 keine 3 Sekunden. Und Topspeed 335 mit der Tegel und sich und der Aerodynamik des Wagens. Alter, das ist doch. Und Bremsweg nur 33 Meter, um von 60 Meilen auf 0 zu kommen. Das ist nix. Alter, 33 Meter. Ich habe auch schon im Capoglio gesagt, dass die Bremsen einfach richtig, richtig geil sind. Ich komme doch ein bisschen weniger an als 33 Meter. Ja, 32,9. Ein Stück nach vorne. Also 55%. 20,2. Wir machen noch mal ein bisschen mehr, ob es dann vielleicht doch wieder weniger wird. Ja, warte mal. Ja, so mit 32,7 wäre ich schon zufrieden. Wenn das gehen würde. Obwohl 33 Meter an sich ja auch nicht verkehrt ist. Ah ja, 32,9. Ja. Wir nehmen das mal so hier, mit 60% Bremsverteilung, also vorne 60, hinten 40 und Bremsdruck von 75% zur Aerodynamik. Ist halt die Frage. Ich glaube, wir könnten sogar noch hier ein bisschen auf 105 gehen. Hinten. Machen wir mal für mehr Topspeed zur Dämpfung. Das lassen wir eigentlich alles so. Sollte für Porsche gut eingestellt sein. So, wir können hier tiefer legen. Wir gucken mal, wie es aussieht. War einiges tiefer, ne? Auch hinten von 15 auf 11, Alter, nicht schlecht. Hier, das noch alles so eigentlich. Bisschen viel Nachlauf, würde ich sagen. Nochmal 5, so. Ganz schön viel Sturz, ey. Noch nicht ganz so viel hinten. Aber Übersetzung. Das Getriebe ist schon in der Serie richtig, richtig geil eingestellt. Das finde ich mega, mega nice. Muss ich wirklich mal ganz ehrlich sagen. Würde ich gut ab, aber wir machen es noch ein kleines bisschen anders. So. Ja, eigentlich alles richtig kurz. Oder verhältnismäßig kurz. Guck mal, wie das so ist. Das ist schon ziemlich hart. Jetzt gerade 3 Sekunden auf 100. Uiui, da ist der Bude. Alter. 7-Gang-PDK-Getriebe. Kein Motor, 500 PS. 6-Zylinder-Boxermotor mit 4 Liter Hubraum. 460 Newton mit Drehmoment, also ein Saugmotor. Finde ich gut so. X-Turbo. Auch kein Downsizing, der Motor ist gleich geblieben. Quasi nicht weniger Hubraum, nicht Turbo zu geblieben. Boah, ey, der ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ich fahre mal noch so was Powerless, würde ich sagen. Mal so ein bisschen den Speed zu testen des Wagens. So. Einfach an der Autobahn. So. Ja. Können wir machen, schon 200 km drauf, easy. Ein bisschen Verkehr hier auf der Autobahn. Oh. Alter.
Ist nicht so gut. Ich sollte aber erst links überholen. Mann, ey, was ist denn das hier heute? So viel Verkehr. Das ist scheiße. Boah, verpiss dich. Boah, Alter. Ich bin weggeschubst hab. So. Aus dem Cockpit fahren. Alter, ne? Jo, der dreht. Fast 9.500 Umdrehungen. Dann dieses, finde ich, geile kurze Getriebe. Oh. Der siebte, der muss ein bisschen länger. Der Wagen hat einen echt guten Topspeed. Den ich auch gern ausfahren würde. Das ist schon geil, ne? Auch einen ziemlich guten Topspeed hier, wie man sieht. Ja, 3,30 würde auch schaffen. Ziemlich Hörstand gebaut und den hier. Also, ich bin gestern gefahren mit dem Wagen in der Serie 338. Also, ziemlich viel. Boah, ey, das ist einfach, das ist richtig geil. Das Getriebe, warte mal, ich mache das jetzt mal noch wirklich richtig kurz. Für das, was wir heute machen werden. Natürlich wieder Rennfahren. Weil da brauche ich eigentlich kein anderes Getriebe. Machen wir den siebten auf 1-0. Jetzt raste ich richtig aus. Weil kurzes Getriebe heißt bessere Beschleunigung. Jetzt war es weniger Topspeed, aber den brauchen wir auch eigentlich nicht. Deswegen will ich das noch irgendwie so unterbringen, alles. So, machen wir so. Was machen wir ganz ganze kürzer? Alter. Das ist einfach extrem kurz. Oh, es geht sogar noch. Oder geht der Wagen richtig geil ab? Oh, ich liebe es. So, dann suchen wir uns mal ein paar Rennen auf der Karte. So, ich mache mal wieder alles an, denn ich habe gerade Forza Town aufgenommen. Nehme es hier direkt im Anschluss auf. Natürlich würde ich mal gerne auf die Rundstrecke gehen. Nur ist die Frage, auf welche? Also die gefällt mir jetzt ziemlich gut. Bin mir vielleicht schon das öfter gefahren. Eventuell. Die ist halt echt geil, die Rundstrecke. Macht mega Laune. Kurvenlage ist auch geil, ne? Weg da. Alter, der Sound. Draußen schon am Drehzahlbegrenzer jedes Mal. Wie ich den hochjage, den Motor. Der Motor, der braucht auch Drehzahl, um richtig sich zu entfalten. Oh. Also 300 km sollten für die heutigen Rennen eigentlich reichen. Mal schauen. So, Surfers Paradise, Südstadt Rundstrecke. Sagen wir, gönnen uns mal so, naja, 4 Röntchen. Wir nehmen mal auch hier, Alter, Extreme Track Toys. Ja, das ist schon eine Ansage. So, 4 Röntchen, Sonnenaufgang heiler, das passt. Im Regen, wenn es geht, nicht. Haben aber auch harte Konkurrenz hier mit der ähnlichen Punktzahl. So. Und die ganzen GT-Autos können auch mitfahren. Das ist ein ziemliches Problem. Ne, warte, wir machen das nochmal individuell. Jetzt gucke ich mal hier nach. Wo haben sie denn? Da, Streckenspielzeuge extrem. Wir nehmen den. Bessimon oder von mir aus mitfahren, aber die GT-Autos, die machen wir mal alle raus. Glaube, die übertrieben, was ich auch ein effektives K ist, auch einfach übertrieben. Ja. Zack, er kann mitfahren. Von mir aus auch. Und Ultima von mir aus auch, wenn er mitfahren. Ist auch zu stark eigentlich, ne? So. Ja, nichts. Ganz einfach. Genau, 4 Runden sind eingestellt. Sagen, das machen wir. Ja, nichts, ganz einfach. Kreativer war Name. Eine gute GT3.
Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie gut er jetzt im Vergleich zu jetzt zumindest der Konkurrenz in Forza ist. In der Klasse. Da bin ich echt mal gespannt. Ich würde das Rennen natürlich gerne gewinnen. Das liegt aber wahrscheinlich dann eher an mir. Ich freue mich. Mal gucken, was der Porsche so kann. Alter. Beschleunigung, geil. Finde ich mega nice. Mal bremsen gleich. Geile Kurvenlage. Ja, weggekehrt haben. Das war den besseren vor. Alter. So, hallo. Noch ein GT3 vor mir. So gräulich. Alter. Das Ding ist wirklich ein Track-Toy. Und was für eins. Scheiße. Die ist richtig geil. Von mit RBR haben auch richtig heftiges Teil. Auch heftiger als meiner. Hat ähnliche Leistung, aber wiegt nur die Hälfte. Ist überhaupt nicht geil. Aber trotzdem noch gut genug. Alter, fährt sich richtig gut. Ist der Weltkrieg hinter mir. Das war knapp. Das fährt sich aber richtig geil, ohne Spaß. Kann aber nicht so viel reden, ich will mich eher konzentrieren. Ich habe das gut gemacht, aber ja, ich meine, guten Aerial Atom vor mir. Das ist aber wirklich, den hätte ich auch rausnehmen sollen, weil er ziemlich overpowered ist. Aber er ist einfach viel besser als meiner. Der Porsche fährt sich super. Ich komme mich ran an die Dinger vor mir. Betrieb ist super übersetzt, finde ich. Da richtig gut Grip. Muss doch mal sein, sorry. Ist aber nicht beabsichtigt, den komplett da wegzurammen. Mal schauen, wir sind auf den zweiten Platz, würde ich sagen. Das ist noch von meinem BAC Mono. Oh, der ist auch übel. Auf der Rand sollte ich eigentlich auch Sachen gut machen. Vielleicht wegen Top Speed. Ein bisschen verbremst, aber trotzdem super. Man sieht, ich habe in der Wagen richtig wenig Probleme. Ja, im vierten Gang, da ging es sogar noch. Ah, zweiter wird noch schwer, aber ich. Es ist. Wenn ich die Kurven hier gut fahre, dann schaffe ich das. Okay. Das war jetzt leider mein Fehler. Was ist denn das da vorne? Ein Radical? Ich glaube schon. Oder wenn ich immer ein Zweiter. Hallo? Ein Kleiner. Der würde diese Woche ein Rennwagen. Das würde ich auch. Ziemlich gute Karte. Und trotzdem zweiter Platz. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Da habe ich gesehen, der Wagen, der fährt sich absolut geil. So Rundezeiten 58, 4, 5, 8. War, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, auch der Radical auf dem vierten, der Mess United. Aber uns hat die ging in Ordnung.
mal sagen, so, ja, oberes Mittelfeld. War richtig, richtig nices Rennen. Muss ich sagen. Der Wagen fährt sich einfach göttlich. So, 24.000 Credits, da hoffe ich ein paar EP. Ja, 15.500, das passt. Ey, das hat sich so nice gefahren und so einfach. Ich habe auch relativ wenige Fehler gemacht. Einfach nur nice. Einfach nur Meisterwagen, wirklich. Also selten ließen sich die Autos in Horizon 3 so geil fahren wie der. Da würde ich sagen, ein Rennen geht noch. Und mal das hier. Einfach mal. So. Ich fahre hier lang. Ich habe super viel Grip. Es ist halt ein Porsche, ne? Da finde ich den zweiten Platz auch eigentlich relativ gut. Ich habe schon einige Autos rausgenommen, weil die einfach zu stark wären. Das muss ich aber auch machen. Weil es einfach nicht vergleichbar wäre. Du kannst einfach nicht den Wagen hier mit einem, weiß ich, GT-Wagen vergleichen. Die sind dann einfach schneller, eigentlich. So, diesmal fahren wir aber nur drei Runden. Ich mache wieder individuell. Die Zeit nehme ich mir. Ja. Ah, jetzt. So, wieder die Streckenspielzeuge extrem auswählen. Genau, da sind sie. Zack, der darf mitfahren. Ich glaube, ich nehme den Radical diesmal wieder raus. Weil er einfach doch ein bisschen zu stark ist. Ah, der kann mitfahren. Nein, nicht der. Der hier, der Kollege. Die Lotussen können mitfahren. Ich meine, guck mal, der zwar viel weniger Speed, aber ist halt eigentlich ein reiner Rennwagen. Ich lasse ihn trotzdem mal drin. Genau, drei Runden mit der Haider, das passt soweit. Machen wir. Ich lasse ihn trotzdem mal drin. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch aufgeholt habe. Die Strecke kann ich soweit auch ganz gut eigentlich. Da sollten meine Chancen nicht so schlecht stehen. So, ich sehe Lotus, Jaguar, Donker Ford, KTM, Porsche natürlich. So, mal schauen, was alles mitfährt. Es fährt noch mit weiterhin. Genau, Radical fährt mit BAC. Ja. Wird geil. Das war nice. Auch der Porsche, der andere, ne? So. Zwei dann beschleunigen. Ich brauche nicht mehr Leistung, das reicht schon. Ja. Ja, verbremst ein bisschen. Hat aber noch gepasst auf jeden Fall. Nee, nee, das war's, da war ich zu spät dran. Da war ich zu scheiße dran. Aber fürs Podium sollten drei Runden, denke ich mal, reichen. Ist ja quasi schon direkt vor mir. Ja, Kurvenlage, Bitch, ne? Der ist aber auch geil. Vorne wahrscheinlich wieder ein Radical. Tippe ich jetzt mal. Nach 5 Stunden liegen war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Was ist denn hinter mir? Ach, der Radical, na Mensch. Okay, das ist echt ziemlich gut. War zu spät? Nee. Aber nicht viel zu spät. Ja, boah, das ist wirklich übel. Dein Handling, godlike.
würde sogar sagen, nach über 120 Folgen der beste Wagen, den ich bisher, wow, im Let's Play gefahren bin. Ey, Alter, der wird viel. Alter, der ist echt ziemlich schnell. Hätte ich auch wirklich rausnehmen sollen. Ist einfach zu stark in der Klasse. Hallo, lass mich doch mal da links fahren. Ich weiß, ich bin außen. Ich bin nicht kein Recht darauf. Mann, ey. Ich geh doch noch vorlassen. Losen-LP. Ist noch ein anderer Radical vor mir. Der zweiter. Nice. Den ersten wohl nicht mehr kriegen. So. Radical gegen KTM. Radical gewinnt. Wieder verbremst ein bisschen. Das war gar nicht gut. Soll wieder ein zweiter Platz werden. Bin aber dennoch zufrieden. Alter, jetzt geh mir nicht auf die Nüsse. Scheiße, Radical. Bring mir einfach deinen überholt. Wo eigentlich nicht wirklich Platz ist. Finde ich. Hallo? Also, was wird denn das hier? Haha. So nicht, mein Freund. So nicht. So eine Zeit war. Naja, Alter, der Radical in echt eine 56er Zeit. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Ist echt ziemlich geil. Aber dann noch zweiter Platz. Ich bin damit wieder mal sehr zufrieden. Ja, der Wagen, der fährt sich so geil. Es ist so einfach mit dem wirklich sehr schnell unterwegs zu sein. Jetzt ging Radical keine Chance, aber gut. Ist halt jetzt auch ein Rennwagen. Muss man einfach so sagen. Obwohl meiner auch schon ziemlich, ziemlich geil ist. Ist halt auch der Porsche, ne? Damit ist die heutige Folge aber leider wieder zu Ende. Und wie gesagt, wirklich der beste Wagen, den ich im Let's Play bisher gefahren bin. Einfach nur nice. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen oder in einem anderen Format. Und dann würde ich sagen, Alter, der sieht geil aus, ne? Ich bin raus und ciao.